One more by Savazon. Oh, moin, moin. Was können wir Sie tun? Ich brauche eine Makrele. Einmal eine Makrele, das ist gar kein Problem. Da habe ich auch schon die Gräten für Sie entfernt. Sollen Sie ja nicht verschlucken, nicht wahr? Sollen wir ja nochmal wiederkommen in der kurzen Zeit, die Sie haben. In dem Sinne, ich wünsche noch einen schönen Tag. Bis dahin. Makrele, Makrele. Frische Melone, frische Melone. Heute frisch angekommen. Nur 2,90 €. Hast du so noch nicht gesehen? Wir haben hier von Mama Melone bis hin zu Papa Melone. Auch Kind Melone ist sich verschont geblieben. Das macht einmal 2,99 €. Du sag mal, wenn du schon mal da bist, kannst du das Video ja gleich mal liken und den Kanal abonnieren, nicht wahr? Was darf das denn für Sie sein hier? Na, was darf ich für Sie denn heute tun? Du dummer Trottel! Was darf das denn für Sie sein hier? Moin moin, was darf ich sein? Scholle, Scholle, frische Scholle, heute frisch aus dem Wasser. Heute Morgen noch im Wasser, morgen auf dem Tisch. Scholle heute für 5,99 €. Greifen Sie zu, solange er noch da ist. Deine Scholle, die läuft ja auch eh bald weg. Frische Ananas, heute frisch angekommen. Frisch aus den Tropen. Wunderbar zuckerig süß. Und wenigstens frisch schon nicht wie diese olle Scholle da drüben. Fang du mir mal jetzt nicht an, über meine Scholle zu reden, du olle Vorhaut. Sonst komm ich dir gleich ranne. Was kann ich denn für Sie tun, meine Dame? Das macht einmal 2,99 €. Und einmal 2,50 €. Na, was darf ich für Sie denn heute tun? Dankeschön, wünsche noch einen schönen Tag. Und einmal 2,50 €. Soll ich eine Tüte dazu geben? Das macht einmal 5 Pfennige, bitte. Oder kriegen Sie erst so mit? Darf das sonst noch was sein? Frische Beeren, heute frisch aus der Saison. Ganz frisch reingekommen. Nun halt doch jetzt mal deine Backen mit deinem ollen Fallobst da, das will doch keiner haben. Was sagst du da über meine Frische, du Oktopus, nur heute pass mal auf, frisch. Dass ich da nicht vorbeikomme. Darf das sonst noch was sein? Soll ich eine Tüte dazu geben? Naja, nur ein Seeküsse. Am norddeutschen Sand. Da hab ich mein Bier immer fest in der Hand. Hast du nicht haben und hast du nicht da. Jetzt mach mal das Gedudel aus hier, so kann man doch seinen Fisch nicht verkaufen. So, besser.
Das muss einmal 5 Pfennige, bitte. Oder kriegen Sie erst so mit? Komm zurück, du vermaledeites Federviech. Na, was darf ich für Sie denn heute tun? Moin Moin, was darf es sein? Was darf das denn für Sie sein? Frische Melone, frische Melone, heute frisch angekommen, nur 2,90 €. Hast du so noch nicht gesehen? Wir haben hier von Mama Melone bis hin zu Papa Melone, auch Kind Melone ist sich verschont geblieben. Na, was darf ich denn für Sie heute tun? Oh, ich wollte nur wissen, haben Sie auch von Just Legends die Sorte Pfirsich-Kartoffel? Na, da haben Sie aber Glück gehabt. Wenn Sie den Code nämlich da unten benutzen, dann kriegen Sie nämlich auch noch eine 15% Rabatt auf Ihre nächste Bestellung. Oh, na, Sie sind mir ja einer. Na, schönen Dank auch. Vielen, vielen Dank und auch schönen Tag. Sag mal, ich dachte, du verkaufst Obst und nicht irgendwelche Energy-Drinks. Was geht dir dann, was ich hier verkaufe? Mach du deine Arbeit da drüben, du Fischbagge. Moin Moin, was darf ich sein? Na, was darf ich für Sie denn heute tun? Scholle, Scholle, frische Scholle, heute frisch aus dem Wasser. Heute Morgen noch im Wasser, morgen auf dem Tisch. Scholle, heute für 5,99 €. Frische Melone, greifen Sie zu, solange er noch da ist. Heute frisch angekommen, nur 2,99 €. Hast du so noch nicht gesehen? Pussy! Menschenskinners, heute ist aber eh nicht viel los. Das liegt ganz hier an dir da drüben mit deinem Fischgestank, olle Garnelenfresse. Ach so, jetzt ist das auch noch meine Schuld, oder was, du Biomüllmonster? Was willst du eigentlich noch hier? Nimm dein Obst und verpiss dich, du Oberpisse. So, jetzt reicht mir das aber, ich komm hier rüber. Jetzt muss ich auch mal was gefasst hier. Na komm nur, du Pisskackarsch. Na also jetzt aber mal auf, Jaua. Lulu, hört mal zu hier. Entweder beruhigt euch jetzt mal, oder ich hätte euch das Gesundheitsamt auf den Hals. Och nö, nicht schon wieder. Ich war es letztens bei dir. Die mögen mich nicht. Ich kann ihn auch nicht leiden. Aber ich hab halt lieber dich hier neben mir zu haben, als irgend so einen anderen Pappenheimer. Och, weißt du, eigentlich ist ein Fischgestank gar immer so schlecht. Oh, das freut mich aber zu hören. Was ist, was sagst du? Begraben wir das Kriegsbeil? Ja, kann man machen. Na gut. Was machen wir jetzt? Bei der Zeug verkaufen? Nö. Das ist 9:30 Uhr. Zeit für ein Knoppers. Mittagspause.